Ja, ich hoffe mir, der Herr Lopper war ein langjähriger Wegbegleiter auch von Ihnen. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Herrn Lopper? Ja, zuerst möchte ich bitte mein herzlichstes Beileid der Familie Lopper aussprechen. Ich habe nur die besten Erinnerungen an den Herrn Lopper. Eine ganz gravierende Erinnerung ist das, wie ich ein junger Spund war am Anfang der Karriere bei der Austria, hat mir der Lopper so geholfen, dass wir, mein Vater ist damals jung gestorben und wir konnten uns das Begräbnis nicht leisten, hat der Lopper das betrieben, dass wir meinen Vater begraben konnten. Und das ist für mich in so einer großen Erinnerung an den Herrn Lopper, das übertrifft nichts. Welche Erinnerungen verbinden Sie sonst noch? Es war, glaube ich, so viele Jahre gemeinsame Geschichte. Ich habe immer den Eindruck gehabt, der Herr Lopper war so ein Tausendsasser, der überall einfach war, der sich um alles einfach gekümmert hat in dem Verein, oder? Ja, ich kann mich natürlich erinnern, wie wir die große Zeit erreicht haben. Im Sekretariat hat der Herr Lopper mit der Frau Wanneck, das war damals noch die Assistentin sozusagen von Herrn Lopper, das alles betrieben. Das heißt, 60.000, 70.000 Leute, die haben die Karten einfach zu zweit verkauft. Und der Herr Lopper war eigentlich immer dazu da, für die Austria zu leben. Er hat immer dafür gesorgt, dass wir pünktlich unser Geld bekommen haben. Wenn wir irgendein Anliegen gehabt haben, wir konnten zu ihm gehen, er war immer für uns da. Na, ich habe nur super positive Erinnerungen an die Familie Lopper, auch seine Frau, der ich mein Beileid ausspreche, und auch dem Pierre, seinem Sohn. Die haben mich immer sehr gut aufgenommen. Ich war doch ein eigenwilliger Spieler auch früher. Und der Herr Lopper hat mich immer unterstützt und seine gesamte Familie. Ich kann mich noch erinnern, wie ich im Sekretariat in der Annagasse dorthin gekommen bin, das erste Mal meinen Vertrag zu unterschreiben. Und ich dem Herrn Lopper gefragt habe, ob eh alles in Ordnung ist. Hat er gesagt, brauchst du keine Sorgen machen, Bur, bist ein super Fußballer, das unterschreibst. Und dann wird deine Karriere sicherlich einen positiven Weg eingehen. Und das waren meine ersten Erinnerungen und ich bin von Herrn Lopper super aufgenommen worden. Ich bin aus dem Nachwuchs der Wiener Austria gekommen und es tut mir unendlich leid, dass der Herr Lopper, der wirklich der Inbegriff des Wieners und des österreichischen Fußballs, besonders der Austria, von uns gegangen ist. Und ich bedanke mich nochmals in diesem Sinne von unserem Jahrgang her, weil er doch auch die Erfolge mitgemacht hat, dass er wirklich ein sehr hohes Alter erreicht hat und die Austria noch auch gesehen hat in der Europa Champions League Qualifikation in der Gruppenphase. Und ich glaube, er wird uns heute sicherlich beobachten. Er wird auch hoffen, dass die Austria einen besseren Weg gehen wird in Zukunft. Ich habe ihn persönlich kennenlernen dürfen. Ein Riesen-Austrianer, ein Riesenverlust für die Austria-Familie. Er hat immer ein offenes Ohr gehabt für alle Spieler. Und ich habe ihn jetzt nicht mehr so sehr als Sekretär in der Position, wo es früher war, so richtig erleben. Aber immer ein Mensch, ein Mann, wo man jederzeit hingehen hat können als Austrianer und der immer wieder probiert hat, allen zu helfen. Es ist ein Riesenverlust für uns.